Hallo und herzlich willkommen bei Kenny Katze Hund. Leider macht Götz die Katzenklos wieder unsicher. Dieses Mal war es ganz schön schwierig, Götz dabei zu erwischen, wie er die Katzenklos ausleert. Ich musste schon fast ein bisschen Detektivarbeit leisten, um ihn dabei auf frischer Tat zu ertappen. Verschiedene Spuren, so hier und da, haben darauf hingedeutet, dass er tatsächlich wieder beim Katzenklo beigeht. Als wiederholt relativ viel Streu vor den Katzenklos lag, habe ich das erste Mal Verdacht geschöpft. Dann fiel mir auf, dass in seinem Napf komische Krümel sind, die sich so gräulich zersetzt haben, was darauf hindeutet, dass das Katzenstreu gewesen sein muss. Der ausschlaggebende Hinweis für mich war dann, als ich auf seinem Lieblingsplätzchen im Flur komische braune Flecken gesehen habe und auch da überall Katzenstreu verteilt war. Jetzt musste ich eigentlich nur noch abwarten, also habe ich die Kamera aufgestellt, bin dann weggegangen, also war nicht zu Hause und dachte mir, ja, mal schauen, was so alles passiert. Und siehe da, es ist passiert. Kam es Mutti nicht zu Hause, macht hier jeder, was er will. Mal eben sagen, in dem Moment habe ich gedacht, okay, die Katzenklos hattest du vorher unten stehen, jetzt stehen sie oben und er kommt halt über die Lehne an die Katzenklos ran, stellt sie einfach wieder runter, zieht sie ein bisschen vom Rand weg, dass er keine Möglichkeit hat, von irgendwas darauf zu springen. Bis ich dann gesehen habe, was jetzt kommt. Tatsächlich rausgefunden. Er hat die Katzenklos ausgetrickst, das hätte ich niemals gedacht. Ja, und jetzt habe ich den Salat. Die einzige Überlegung, die ich jetzt noch habe, ist, dass ich die Katzenklos vielleicht auf ein flaches Sideboard stelle, sodass die Katzen da immer noch bequem rankommen können, er aber nicht, da auf dem Sideboard dann kein weiterer Platz sein wird, sodass er von irgendwo dann in die Katzenklos springen kann. Aber wenn auch das nichts hilft oder wenn er sie vielleicht runterschmeißen sollte, oder was auch immer, dann weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Ich weiß keine Lösung mehr für dieses Problem, weil ich glaube, anders als mit dieser Art von Katzenklos kann ich das hier nicht in den Griff kriegen. Und da bin ich, ihr Lieben, ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Also vielleicht habt ihr ja noch irgendwie eine Idee oder einen Einfall, wie ich das Problem hier lösen kann. Denn wer meinen Kanal regelmäßig verfolgt, der weiß, was ich schon alles ausprobiert habe, um Götzi von den Katzenklos fernzuhalten. Und bislang hat hier einfach nichts funktioniert. Also wenn ihr was wisst, lasst es mich gerne wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. An dieser Stelle, ciao, wow, wow! Bist du so clever? Ja, bist du, ne? Ja, ich weiß. Ich habe alles auf Band. Ich habe alles auf Band. Ja, ich habe dich erwischt. Was? Wer ist da? Da ist keiner.